Ja, aber jetzt zu unserem heutigen und zu unserem heutigen Thema, nämlich Capwalk Interaktive Campus Rallye zum Studienstart. Ja, erstmalig wurde zum Studienstart 2018/19 an der HBK Braunschweig eine appgesteuerte interaktive Campus Rallye durchgeführt. Und wir sehen hier die beiden Initiatorinnen, nämlich Martina Knust und Christine Linne von der HBK in Braunschweig, die Idee dafür hatten und die das Ganze entwickelt haben. Und sie werden uns heute verraten, wie sie dazu gekommen sind, was der Anlass war, wie sie es gemacht haben und wie es angekommen ist. Christine Linne ist schon eine langjährige Kollegin von mir im eCool-Team und gehört zum Team Lernen und Lehren an der HBK. Sie ist Pädagogin und hat den Schwerpunkt Vermittlung, Kommunikation und digitale Technologien. Sie informiert, berät und begleitet Lehrende bei der Umsetzung konkreter Lern-Lehrvorhaben. Und sie sucht die passenden Methoden für diese Vorhaben und berät zum angemessenen Einsatz, gerade von den Medien. Martina Knust leitet die zentrale Studienberatung an der HBK. Sie berät und unterstützt Studieninteressierte und Studierende mit studienbezogenen und fächerübergreifenden Anliegen. Sie organisiert die Teilnahme für die HBK an Bildungsmessen, Schulbesuche, Studieninformationstage und die alljährige Erstsemester-Einführungswoche. Das alles gehört zu Ihren Aufgaben und ich bin jetzt ganz gespannt, also ich habe ja schon viel gehört und finde das ein super Thema und freue mich ganz toll auf das Webinar und übergebe damit an euch, ihr zwei. Ja, vielen Dank, liebe Birgit, auch für die nette Vorstellung. Ein herzliches Hallo auch von Martina und von mir an alle Webinarteilnehmer. Wir freuen uns, dass Sie heute hier eingeschaltet haben und Interesse haben an unserem Webinar. Jetzt sind Sie natürlich so ein bisschen im Vorteil, weil Birgit uns eben vorgestellt hat. Wir beide sind aber auch neugierig und es interessiert uns sehr, aus welcher Perspektive Sie heute hier in dem Webinar zugeschaltet haben. Und dazu haben wir eine kleine Abfrage vorbereitet und es wäre großartig, wenn Sie jetzt zu Anfang hier Ihr Kreuzchen setzen könnten, beziehungsweise wenn wir nicht die richtige Antwort gelistet haben, dann könnten Sie auch im Chat einfach einen Eintrag machen. Eine recht bunt gemischte Konstellation, das ist großartig. Da können wir dann auch schon die Abfrage beenden. Das gibt uns auf jeden Fall einen Eindruck, mit wem wir es heute zu tun haben, weil wir können Sie ja leider nicht sehen. Das ist für uns auch eine ganz ungewohnte Perspektive. Ich möchte Sie zu Anfang ganz kurz durch unsere Agenda führen, beziehungsweise haben wir keinen roten Faden, sondern einen zyanfarbenen Faden für Sie entwickelt. Und wir wollen als erstes so ein bisschen etwas über den Hintergrund und die Intention erzählen, wie wir zu unserem Catwalk gekommen sind, werden dann als nächstes auf die zugrunde liegende Methode eingehen und auch das Tool so ein bisschen vorstellen, was wir verwendet haben, um den Catwalk umzusetzen. Werden Sie dann in unsere Geheimnisse einweihen, was die Organisation und Konzeption, aber auch die Umsetzung des Catwalks angeht. Und für die Durchführung haben wir eine kleine Fotoslideshow vorbereitet, wo wir so ein bisschen versucht haben, die Impressionen des Tages, des Catwalks einzufangen und Ihnen vorzustellen. Am Ende werden wir natürlich auch noch auf das Feedback eingehen, was wir bekommen haben zu unserem Catwalk und einen Ausblick wagen, was wir zukünftig mit diesen Ergebnissen vorhaben. Okay, dann fangen wir direkt an. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Martina Knust und ich beginne etwas zum Hintergrund und zur Intention zu erzählen. Ich weiß nicht, ob Ihnen die HBK ein Begriff ist. Die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig ist eine der größten Kunsthochschulen Deutschlands und die einzige in Niedersachsen. Wir haben gut 1000 Studierende. Das ist, viele von Ihnen werden das gut einschätzen können, für eine Universität sehr, sehr wenig, für eine Kunsthochschule aber doch recht viel. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir zurzeit 7 grundständige Studiengänge haben, 3 Masterstudiengänge und zwar aus den Bereichen natürlich der Kunst, aber auch des Designs und der Wissenschaft. Und das ist für eine Kunsthochschule schon so ein bisschen besonders, diese 3 Bereiche unter einem Dach zu haben. Wie bestimmt
den allermeisten Universitäten und Hochschulen auch haben wir jährlich die Erstsemester-Einführungswoche hier an der Hochschule. Wir nehmen nur zum Wintersemester auf und wir erwarten immer so circa 300 Erstsemester pro Wintersemester. Und ein fester Programmteil im Jahresverlauf ist immer die Erstsemester-Einführungswoche und innerhalb der Erstsemester-Einführungswoche war auch schon immer ein fester Bestandteil die Campus Rallye. Die Campus Rallye haben wir jährlich organisiert oder von der Studienberatung aus die ganze Einführungswoche. Und die Campus Rallye war immer ein fester Bestandteil. Wir hatten, mir zur Hilfe standen immer studentische Hilfskräfte, die wir Mentorinnen und Mentoren nennen. Und innerhalb dieser Campus Rallye haben wir Gruppen gebildet zwischen 25 Erstsemestern und 50 Erstsemestern, die so über die Hochschule gelaufen sind und viele Dinge kennengelernt haben, die wichtig sind. Jedes Jahr evaluieren wir natürlich die Erstsemester-Einführungswoche und auch die Campus-Rallye. Und im Wintersemester 17/18 haben wir aufgrund der Evaluation viel Feedback bekommen, wie jedes Jahr. Und immer wieder kam der Wunsch nach mehr interdisziplinärem Austausch, von Anfang an studiengangsübergreifend mehr Informationen zu haben, mehr miteinander zu tun zu haben, in der Rallye vielleicht in kleineren Gruppen unterwegs zu sein, das Ganze mit viel mehr Spaß und Freude und Spannung und auch ein bisschen gepackter, geraffter das stattfinden zu lassen. So, und wir haben jetzt überlegt, okay, was sind unsere Ziele? Wir möchten natürlich, dass unsere Erstsemester die ersten Schritte ins Studium erleichtern. Wir möchten ihnen vor allen Dingen wichtige Informationen zur Verfügung stellen, ihnen die für die studienrelevanten Orte, dass sie die erkunden können, dass sie die kennenlernen können, dass sie wissen, worauf es ankommt. Und das Ganze, wie wir aus der Evaluation wissen, noch spielerischer, informativer, mit mehr Austausch auch über die Studiengänge hinweg. Und da haben wir uns überlegt, wie wir das umsetzen können in dem darauffolgenden Wintersemester. Genau. Und manchmal gibt es ja glückliche Fügungen. Birgit hatte es eingangs gesagt, E-Kult ist ein Verbundprojekt von 13 Hochschulen und 2 Vereinen und jede Hochschule hat ein spezielles Arbeitsfeld und bietet halt für die anderen Mitglieder Schulungen, Webinare, so wie wir heute an, oder Workshops. Und Anfang März flattert mir eine Einladung auf den Schreibtisch zu einem Workshop zu der Methode Location-Based Games, umgesetzt mit der App ActionBound. Und da habe ich zu Martina gesagt, das könnte eventuell schon mal eine Antwort auf unsere Frage sein. Ich habe mich angemeldet zu dem Workshop. Zu der Methode Location-Based Games. Location-Based Games ist ein methodischer Ansatz zur Vermittlung von Wissen, auch Erfahrungswissen, auf informative und spielerische Art und Weise, ausgehend von dem Erleben konkreter Orte und Handlungen. Und in unserem Fall eben auch mit der Durchführung mobiler Technologien. Man kann sich das im Grunde genommen vorstellen wie so eine Art Schnitzeljagd, die kennt ja jeder von uns noch aus Kindheitstagen. Durch die App wird man zu verschiedenen Orten gelotst, gesteuert. Man bekommt aber auch über die App Aufträge, Aufgaben. Und an diesen Ort setzt man sich mit dem Ort als solches, aber auch mit Objekten am Ort oder mit Personen an dem Ort auseinander, löst hier Aufgaben, stellt sich den Herausforderungen und wird so sukzessive von einer Station zur nächsten geführt und erkundet in unserem Fall eben dann den Campus. Ein Location-Based Game hat immer ein übergeordnetes Lernziel oder ein übergeordnetes Ziel, und unsere übergeordneten Ziele hat Martina ja eben sehr schön zusammengefasst. Aber ein Location-Based Game hat eben auch immer ein Spielziel. Und das kann ganz banal sein, finde den Schatz bei der Schatzsuche oder such, wer zuerst alle Schnitzel zusammen hat. Darüber hinaus gibt es aber auch spielerische Elemente, die eingebunden werden, Rätsel, Quizze, Aufgaben und gern auch eine spiellenkende Geschichte, eine spiellenkende Narration. Dadurch wird wirklich die Auseinandersetzung mit den Inhalten viel spannender, unterhaltsamer und
ja, motiviert einfach auch die Teilnehmer, sich mit den Inhalten mehr auseinanderzusetzen. Es hat aber auch den großen Vorteil, dass man dadurch tatsächlich auch nachhaltiger lernt, denn Dinge, die man erstmal nur mit Emotionen gelernt hat, die werden viel nachhaltiger bei uns im Gedächtnis gespeichert. Und wer kennt das nicht, wer spielt und Spaß dabei hat und vielleicht sogar gewinnt, der hat da, verbindet damit positive Emotionen. Mhm. Selbst wenn man verliert, hat man Emotionen und auch da würde das Lernen nachhaltiger sein. Eine andere ganz wichtige Komponente ist aber auch, dass das Spielen verbindet. Jetzt gemeinsam so eine Schnitzeljagd, so eine Rallye zu machen, das fördert ungemein den sozialen Austausch. Jeder kann sich mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen. Alle zusammen ziehen an einem Strang und das fördert natürlich die soziale Interaktion. Alles Dinge, die wunderbar eigentlich zu unseren Zielen gepasst haben und wo wir gedacht haben, das ist eine passende Methode für unser Vorhaben. Das Ganze umgesetzt haben wir mit der medienpädagogischen Anwendung oder Applikation ActionBound. Und ActionBound ist besonders dafür geeignet, diesen spielerischen Ansatz eben auch umzusetzen. Und ich finde das auch sehr schön, dass ActionBound in diesem Jahr auf der Didakta mit dem E-Learning Award ausgezeichnet worden ist in der Kategorie Social Learning. Also auch da fühlen wir uns sehr bestätigt, hier das richtige Tool auch ausgesucht zu haben. ActionBound, die Anwendung selbst, oder wollen wir mal in den Begrifflichkeiten von ActionBound sprechen. Eine Lernreise oder eine solche Rallye heißt bei ActionBound Bound. Also man gestaltet eine Lernreise, einen Bound, und das tut man über den Browser, und letztendlich spielen tut man das Ganze aber über eine App, die man sich über den Play Store runterladen kann, mit Mobile Devices. Das Schöne daran ist, dass man, um einen solchen Bound zu machen, wirklich keine Programmierkenntnisse braucht und auch keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse. ActionBound hat eine ganz tolle, nutzerfreundliche Oberfläche, die wirklich, sag ich mal, fast kinderleicht zu bedienen ist. Wir gucken mal ein bisschen rein. Um eine Station quasi zu entwickeln, muss man einfach nur auf ein Pluszeichen gehen und dann kommt hier schon eine Liste mit den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die ActionBound bietet. Man kann also einzelne Seiten anlegen oder Karten anlegen, wo man Informationen abrufen kann. Ein Quiz kann man schalten, man kann Aufgaben in verschiedenster Art und Weise stellen. Man kann Orte finden lassen oder auch einen QR-Code finden lassen und den einscannen lassen. Man kann eine Umfrage schalten oder ein Turnier spielen. Also Sie sehen, die Anwendungsmöglichkeiten sind hier wirklich vielfältig. Und um das mal zu verdeutlichen, wie einfach es auch umzusetzen ist, haben wir hier mal ein Quiz angelegt. Und zwar gibt es ja am Anfang des Studiums immer eine Hochschulkarte. Diese Hochschulkarte hat ja auch verschiedene Funktionen. Und jetzt ist einfach mal die Frage, welche Funktion hat denn diese Karte? Lass mich mal ganz, Christine, eine Anmerkung zwischendurch. Ich werde jetzt leider doppelt gehört, aber es ist nicht so schlimm. Wenn wem das Bild zu klein ist, oben in der Liste gibt es so ein Icon mit vier Pfeilen in die Ecken. Da kann man es auch auf Vollbild stellen, dann können Sie die Abbildung ein bisschen besser sehen. Ja, haben Sie alle Ihr Bild in der Größe eingerichtet, wie Sie es gern hätten? Dann würde ich jetzt an dieser Stelle weitermachen. Wir haben jetzt hier mal ein Quiz eingefügt, und zwar die Frage, welche Funktionen denn die HBK-Karte überhaupt besitzt. Das ist eine Multiple-Choice-Frage, die wir dahinterlegt haben. Und jetzt gehen wir mal direkt in das Bedienmenü. Man kann, wenn man die Frage stellt, das auch in unterschiedlicher medialer Form tun. Man kann entweder einen Text hier einfügen, aber auch Bilder oder eine Videobotschaft oder ein Audio hinterlegen. Auch eine Verknüpfung ins Internet ist möglich. Wichtig ist, dass wenn man eben Bild, Video oder Ton hinterlegt, dass man dies dann in die Mediendatenbank von ActionBound hochlädt. Und selbstredend braucht man dafür dann auch das Copyright.
Genau, bei unserem Quiz gab es 100 Punkte zu erreichen und wir haben die Multiple-Choice-Modus gewählt. Man kann aber auch zum Beispiel eine Freitextangabe, man kann auch Antworten in Form von Videobotschaften oder Audiobotschaften, also da ist ActionBound wirklich ganz offen. Wir haben hier die Antworten angegeben, welche richtig sind, welche falsch. Und als nächstes auch noch weitere Optionen angegeben, dass man eben nur 3 Versuche hat, um die richtige Lösung zu finden. Bei falschen Antworten werden 10 Punkte abgezogen und man muss auch richtig antworten, um überhaupt weiterzukommen in dem Bedienungsmenü. Man kann ja zum Beispiel auch noch eine Zeitbegrenzung einstellen. Was ich damit zeigen wollte, ist im Grunde genommen, dass ActionBound wirklich kinderleicht zu bedienen ist. Und im Grunde genommen ist das von mir auch ein Aufruf, gerne mal sich mit diesem Tool auseinanderzusetzen, weil es auch wirklich Spaß macht. Martina hat jetzt zum Kindergeburtstag von ihrem Sohn auch mal eben eine Rallye zusammengestellt. Es ist wirklich einfach umzusetzen. Genau. Macht echt Spaß. Mehr Zeit hat es wirklich gebraucht, das Ganze zu organisieren und zu konzeptionieren. Und da mussten zunächst einige Fragen geklärt werden und wir werden Sie mal ein bisschen mit einweihen, welche Fragen wir da grundlegend klären mussten. Genau. Also bevor man wirklich reingeht in das Tool oder dann dabei ist, so eine App umzusetzen, muss man wirklich erst sich so ein paar Fragen gut überlegen oder sie klären. Und die erste natürlich, wie lange soll dieser Work dauern? Mach doch lieber du. Wir haben überlegt, dass 1,5 bis 2 Stunden mehr sollte es nicht dauern, damit es auch in den Tag gut integriert sein kann. Und dann müssen wir natürlich überlegen, für wie viele Erstsemester muss dieser Work zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir im Wintersemester immer um die 300 Erstsemester erwarten. Aber da sind natürlich auch Masterstudierende drunter und bei uns auch Meisterschülerinnen und Meisterschüler in der freien Kunst. Viele von diesen Studierenden kennen den Campus und sind erfahren und kennen den Campus gut und die verschiedenen Bereiche, die man wissen muss, um ein Studium zu beginnen. Das bedeutet, nicht alle müssen den Erstsemester Cap Walk mitmachen, sodass wir ungefähr von 240 Erstsemestern ausgegangen sind. Daraus ergibt sich dann die Gruppengröße, dass wir überlegt haben, ein Wunsch war ja kleinere Gruppen. Wir sind auf eine Gruppengröße von 6 gekommen, auf 6 Erstsemestern pro Gruppe. Das bedeutet dann wiederum, wir haben 40 Gruppen zusammengestellt und die nächste Frage, die sich dann natürlich gleich anschließt, ist, wie viele Stationen haben wir in dieser Schnitzeljagd, in der Rallye, in der App, damit es sinnvoll ist. Wir hatten in der Vergangenheit immer mindestens um die 10 Stationen, also natürlich hat man die Bibliothek kennengelernt oder das Immatrikulationsamt, Prüfungsamt, natürlich die zentrale Studienberatung oder die Geschäftsstellen, ASTA. So. Darüber hinaus haben wir uns weitere zusätzliche Stationen überlegt, weil wir auf eine Größe kamen von, ich glaube, 25 Stationen. Wir brauchten noch mehr Stationen, damit die Frequenz an den einzelnen Stationen einfach von den Studierenden geringer wird, von Erstis geringer wird. Und das wiederum hat uns dazu geführt, okay, wenn nicht alle 240 Studierende, die an der Erstsemester-App teilnehmen und nicht alle 6er-Gruppen können gleichzeitig starten, also haben wir überlegt, wie viel Bounce, das bedeutet, wie viele Varianten von dieser App, von dem Spiel machen wir, damit alles ohne lange Wartezeit und komplikationslos läuft. Da kamen wir auf 3 verschiedene Bounds, 3 verschiedene Varianten, die wir gegenläufig programmiert haben oder eingestellt haben. Und eine beginnt und die andere beginnt von hinten und all das, was sich in der Mitte ergibt, haben wir mit dem dritten Bound quasi gefüllt. Wichtige nächste Frage ist, die Station, die wir uns überlegt haben, wo die Erstsemester unbedingt hingehen sollten, die müssen natürlich auch offen haben. Also passt das zu den regulären Öffnungszeiten, beispielsweise der Bibliothek?
oder des E-Amtes? Sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort? Wie ist das mit den Räumlichkeiten? Ist es okay, wenn da mehrere Gruppen unter Umständen auf einmal reinkommen? Dann hatten wir letztes Jahr im Wintersemester Großbaustelle auf dem Campus. Muss man überlegen, wenn da 240 Leute die Wege frequentieren, ist das gefahrlos möglich? Muss man was absichern? Aber das ist immer Teil einer Einführungswoche oder von großen Veranstaltungen. Dann war ein ganz spannender Punkt, an den verschiedenen Stationen sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen vor Ort und möchten die Station selber verantworten, also möchte die Bibliothek beispielsweise Aufgaben für die App zur Verfügung stellen, sich selber überlegen, was biete ich an oder geben, sind wir die Ideengeber, und es war im Prinzip von Station zu Station ja eine Absprache, was gewünscht wird und wo können wir einspringen und helfen und Ideen geben. Das war da letztlich schon mit drin, die personellen Ressourcen, also sind die Mitarbeiterinnen bereit, dabei zu sein? Wie können meine Mentorinnen und Mentoren die ganze App unterstützen oder den App-Walk unterstützen? Das waren alles Überlegungen, die wir vorher einmal klären müssen. Integration in den Tagesablauf ganz wichtig, denn bei uns ist es so, dass dieser Capwalk am ersten Tag der Einführungswoche stattfindet. Und natürlich ist am ersten Tag auch die offizielle Begrüßung durch die Präsidentin oder das Präsidium wichtig. Also wo, in welcher Zeit ist es am besten zu integrieren in den Tagesablauf oder gar in die Woche. Weiterer wichtiger Punkt: Können wir es überhaupt zumuten, dass unsere Erstsemester ihr eigenes Handy nutzen können müssen, um an dieser App teilzunehmen? De facto braucht man ein Handy pro Gruppe. Und das haben wir uns überlegt, wäre zumutbar, und tatsächlich war das gar kein Problem. Da kommen wir aber auch noch später drauf. Andere Fragestellen waren wichtig. Können Erstsemester, die noch nicht wirklich drin sind, sich bereits ins hochschulinterne WLAN einloggen? Brauchen die das überhaupt? Eigentlich braucht es bei uns nur einmal, um diese App runterzuladen, die kostenfrei ist. Aber auch nur, weil wir auf Dinge verzichtet haben, wie zum Beispiel GPS-eingebundene Nutzung oder YouTube-Filmchen, die man eigentlich auch in diese App integrieren konnte. Das haben wir bewusst rausgelassen. Also danach brauchten wir keine Internetverbindung mehr. Die war nicht nötig. Nee. Genau, und nachdem wir die ganzen organisatorischen Fragen geklärt hatten, ging es dann daran, konzeptionelle Fragen zu klären, die Lernziele oder die übergeordneten Ziele. Die hatten wir ja klar, das war ja unsere Ausgangssituation, aber wir mussten uns die Frage stellen, wollen wir eine spiellenkende Narration haben? Wenn ja, welche? Haben dann erstmal ein Brainstorming gemacht und verschiedene Ideen gesammelt. Das gleiche mit dem Spielziel oder mit Spielelementen. Einfach eben Ideensammlungen für diese Bereiche. Und dabei haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass wir gerne eine Inszenierung haben wollen, die sowohl im realen als auch im virtuellen Raum stattfindet. Also dass wir nicht nur über die App die Informationen oder den Weg steuern lassen wollen, sondern dass wir sowohl den Campus und die Mentoren, die wir dafür eingesetzt haben, und auch die Mitarbeiter mit Aufgaben betreuen, sodass insgesamt so eine richtig tolle Inszenierung zwischen virtuellen und realen Raum stattgefunden hat. Das werden wir nachher aber bei unserer Fotoslideshow hoffentlich so ein bisschen deutlicher herausstellen können. Ja, und dann war noch die Frage zu klären, soll es eine Belohnung geben? Was ist der Schatz? Genau, das war auch von Belang. Jetzt kommen wir in den Bereich der Umsetzung. Ganz grundlegend war für uns, dass wir erstmal ein Drehbuch gemacht haben. Das kennen vielleicht einige von Ihnen aus dem filmerischen Bereich, und wir haben das wirklich davon auch adaptiert. Und es war für uns ganz nützlich, um die App letztendlich auch umzusetzen. In diesem Drehbuch haben wir die verschiedenen Stationen gelistet. Auch das war ja erstmal wichtig zu gucken, wie können wir die überhaupt in eine Reihung bringen. Und auch in drei verschiedene Reihungen bringen. Dann war es wichtig, herauszuarbeiten, welche Aufgaben werden an welcher Station zu finden sein oder zu lösen sein. Wir haben hier auch schon gleich die Texte eingebunden, die wir in die App mit einpflegen wollten, oder eben die Bilder oder was auch immer. Das sind ja ganz unterschiedliche Materialien, und eben eine Materialsammlung, und zwar nicht nur eine digitale,
sondern auch eine analoge, weil bei uns gab es auch analog ganz viel zu tun. Und das sehen wir auch später. Wie gesagt, das Drehbuch war im Grunde genommen unser Leitfaden für die Umsetzung dann mit Actionbound. Das ging dann auch rucki-zucki. Parallel dazu haben wir eben digitale und reale Materialien angefertigt und da war eine ganz große Unterstützung unserer Tutorin, die wir für den Catwalk hatten, die ganz großartige zeichnerische Talente auch mitgebracht hat. Und dann hatten wir eine Beta-Version und mit dieser Beta-Version sind wir dann einmal in einer tatsächlichen Kleingruppe, 6 Personen, über den Campus und haben einfach mal getestet und gespielt. Und haben unsere Erkenntnisse zusammengefasst und nochmal alles ein bisschen nachjustiert. Und dann sind wir eben dazu gekommen, eine Alpha-Version zu machen. Und der Tag des Catwalks rückte immer näher und er kam. Und jetzt, wie gesagt, die Einladung zu dem Foto-Slideshow. Ja, das ist gleich der Beginn. Ich glaube, das war so ziemlich die erste Seite, die unsere ersten Gäste sehen konnten, sobald sie die App heruntergeladen haben und sich eingetragen haben. Und damit ging es los. Mal schauen, wie es weiterging. Das ist eben die Aufgabe, die sie bekommen haben. Sie mussten den Zugangscode zur uneingeschränkten Campus-Nutzung erfinden. Das ist ein Buchstabencode und diese Buchstaben waren eben über den ganzen Campus verteilt und es gab auch wirklich Herausforderungen, die da zu meistern waren, um an diese Buchstaben zu kommen. Und dazu mussten sie, wie gesagt, Teamgeist, Orientierung, manchmal auch einen Baustellenhelm haben, um durch die Bagger zu wühlen, die Herausforderungen zu bestehen. Als erstes haben wir uns überlegt, dass sie sich gegenseitig ein bisschen erzählen, wer sie sind in dieser 6er-Gruppe, dass sie das gleich als erste Aufgabe haben, ne? Damit sie sich so wissen, mit wem sie zusammen. Genau, wir haben ein schönes Speed-Dating gemacht, haben schön romantische Musik programmiert und solange die Musik lief, sollten sie sich gegenseitig vorstellen. Und dann im weiteren Verlauf, das ist das, was ich meinte mit der realen und virtuellen, mit dem realen und virtuellen Zusammenspiel, sollten sie auf dem Campus Tutoren suchen, die haben wir natürlich die Mentorinnen und Mentoren, die ich erwähnt hatte, die da eine Rose parat hatten und sie mussten um diese Rose werben und wie sie das taten, das war ihnen freigestellt. Manche haben Gedichte zitiert, andere haben gesungen, das war also ganz schön. Romantisch mit der erwähnten Baustelle. Genau. Dazu gab es dann den ersten Buchstaben und weiter ging's. Eine nächste schöne Aufgabe, das ist ein weltweites Projekt, das heißt Looking into the Past. Das ist ein Fotoprojekt, wo man ein altes historisches Foto nimmt und vor aktueller Kulisse fotografiert. Das war auch eine Aufgabe, die hier über den Catwalk gemacht werden sollte. Das ist unser Johannes Selenka-Platz. Hier auf dem historischen Foto sieht man, dass die heutige Bibliothek eben fehlt, das damalige Mexiko-Pavillon von der Expo 2000 und so sind sie eben zur Bibliothek genutzt worden. Wir haben viele historische Bilder der Hochschule recherchiert. Genau. Ja, eine weitere Aufgabe war, diese Skulptur auf dem Campus zu finden. Und ja, genau. An der Skulptur selbst hatten wir diesen Rebus. Ja, vielleicht möchtet ihr ja mal überlegen, was sich dahinter verbirgt, denn das mussten unsere Erstsemester auch tun, um weiterkommen zu können. Also ich glaube, man kann schon verraten, dass der nächste Weg zu einer Werkstatt ging. Ne? Mhm. So, und das mussten sie herausfinden. Ich weiß ja nicht, ob jedem ein Rebus bekannt ist, die Methode des Rebus bekannt ist. Es sind Bildteile, die zusammen ein Wort ergeben. Und diese einzelnen Bildteile, die müssten jetzt herausgefunden werden, um die Lösung zu finden. Und Birgit hat frecherweise für die Voreiligen den Chat entfernt, weil wir gesagt haben, na, wir lassen schon so 15 Sekunden, 20 Sekunden Zeit, damit sie dann überlegen können in Ruhe und nicht jemand die Antwort vorwegnehmen. Dann ihre Antwort in den Chat eintragen. Wenn sie möchten. So, jetzt darf geantwortet werden.
Wir sind gespannt. Wo sehen wir denn? Ja, schon ganz dicht dran. Bitte, Was ist denn das? Irgendwas noch dahinter? Bildhauerei bis dahin. Und wer kennt denn diesen Mann? Wer ist das? Okay, ich kann es auflösen. Das ist der Technik aus der Werbung von Mediamarkt. Und das Ergebnis ist in Gänze die Bildhauerei. Technik. Und so kann man dann in die Bildhauerei-Technik-Werkstatt. Genau. Genau. Manchmal waren es aber auch einfach nur Pfeile, denen man folgen musste. Auch analoge wie digitale Pfeile. Hier sind sie, glaube ich, an der Validierungsstation, ne? Auch vorbeigekommen oder zum Mobi. Mobi. Und es mussten hier zum Beispiel ein digitales Puzzle gespielt werden. Und wieder gab es einen Buchstaben. Oder hier haben das wir. Das ist besonders schön. Und die Studierenden bei uns haben die Studiengänge illustriert und unsere Erstsemester mussten raten, zu welchem Studiengang diese Illustrationen passen. Also wer sieht so aus und studiert dann was? In diesem Fall waren es, glaube ich, die Kuvis, ne? Die Kunstwissenschaft. Genau, Kunst kannst ja auslegen. Das war freie Kunst. Genau. Wir hatten aber auch noch einen Elevator-Pitch mit drin. Es mussten Turniere gespielt werden, Videotakes gab es. Es gab eben Denksportaufgaben. Ganz viele verschiedene Spielelemente hatten wir uns hier überlegt. Ich glaube, hier sieht man, dass wir schon einige Buchstaben rausbekommen haben und schon gerade rumprobieren, wie das Lösungswort. Wie vielleicht das Lösungswort aussehen könnte. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Doch. Doch, da ist es. Also das war die Belohnung. Wir haben, ich hatte ja schon erwähnt, dass Studierende aus der visuellen Kommunikation, aus der Illustration, diesen Beginners, also gezeichnet haben und die haben diesen Beginners Guide für Erstsemester entwickelt. Und das Lösungswort war natürlich Don't Panic und dafür haben sie diese Erstsemesterbroschüre bekommen und waren total glücklich und das hat, glaube ich, viel Spaß gemacht. Waren ganz happy. Ja. Genau, wie das insgesamt, ich schalte mal jetzt so ein bisschen schneller, weil unsere so halbe Stunde unsere halbe Stunde ist schon bald um. Genau. Wie das Feedback von den direkt über die App ausgesehen hat. Wir hatten 29 abgeschlossene Durchläufe, 158 Bauenspieler und eine mittlere Spielzeit von 1 Stunde und 46 Minuten. Wobei man sagen muss, das sind jetzt nicht alle Spieler und nicht alle abgeschlossenen Durchläufe. Am Ende kann man sich bei Actionbound überlegen, ob die Daten, die man da eingibt oder das Spiel, was man beendet hat, eben auch hochgeladen werden soll auf dem Server, ja oder nein. Und es ist natürlich freigestellt gewesen und nicht alle Gruppen haben sich für ein Ja entschieden und deswegen ist das jetzt das Feedback nur von 158. Also nur von denen, die das wirklich hochladen wollten. Insgesamt hatten wir ungefähr 230 Spieler. Mhm. Aber das Ergebnis hat uns trotzdem gefreut. Es konnten insgesamt 5 Sterne erreicht werden. Das. Und in den meisten Kategorien haben wir bei der Premiere immerhin schon 4 Sterne erreicht, nur im Schwierigkeitsgrad 3. Und da scheiden sich bei uns gerade tatsächlich die Geister, ob wir es zu schwer oder zu leicht gemacht genau, haben. Genau, das wissen wir noch nicht so ganz. Mhm. Und natürlich haben wir infolgedessen mit Spannung unsere normal jährlich anstehende Erstsemester-Evaluation erwartet und wir haben auf Anhieb über 70% zufrieden oder sehr zufriedenen Rückmeldungen in Bezug auf die App bekommen. Das hat uns wirklich gefreut. Infolgedessen ist auch der Wunsch nach interdisziplinarem Austausch zurückgegangen, weil wir den eben mit dieser App Rechnung getragen haben, diesen Wunsch. Wir haben ganz tolle, viele Kommentare in dem Freitext bekommen, gerade in Bezug auf die App und natürlich auch viele konstruktive Hinweise und coole Ideen, was man noch machen könnte, von unseren Studierenden. Einigen waren
die Station, kam es ein bisschen zu Stauung oder andere wollten noch eine andere Station dabei haben. Aber im Prinzip hat uns das bestätigt und gefreut. Genau, und dann von den Mitarbeitern auch nochmal das Feedback, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, von den Mitarbeitern aus den Institutionen, Bibliothek, Mediothek, die haben erstmal das Ganze auch sehr positiv unterstützt. Das ist ja auch nicht immer so die Regel und hatten es insgesamt auch als angenehmer empfunden, mit diesen kleinen Gruppen zurechtzukommen, weil sie eben so eine bessere und individuellere Ansprache hatten. Mhm. Ja, an zwei Stationen kam es zur Stauung, weil da ja, nicht ganz die Taktung eingehalten worden sind. Die Stauung vorher waren genau auch nicht ohne. Insgesamt haben wir gesagt, auch alle Fälle wiederholen bei der nächsten Semestereinführungswoche. Das Gute ist, wir können auch die Bounce zurückgreifen und haben jetzt bei der Erstellung natürlich einen viel geringeren Aufwand als bei der Premiere. An der einen oder anderen Stelle muss nachjustiert werden. Ich hatte es eben schon gesagt, zwei Stationen waren zu komplex. Schwierigkeitsgrad erhöhen oder verringern, der Frage müssen wir nochmal auf die Spur gehen. Ja. Und das Schöne aber nochmal daraus ist, dass die Methode des Location-Based Games und auch das Tool inzwischen auch bei uns in der Lehre Einsatz gefunden haben, in der Kunstvermittlung und in der Kunstwissenschaft. Und das finde ich ist ja auch eine ganz schöne Sache. Ja, da sind wir dann am Ende von unserem cyanfarbenen Faden angekommen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würden gerne, wenn Sie denn Fragen haben, mit Ihnen noch ins Gespräch kommen. Einige Fragen habe ich ja hier schon im Chat gesehen. Ja, jetzt hoffe ich, dass das Brummen nicht gleich wieder anfängt, wenn ich rede. Das kann mit eurem offenen Mikrofon zusammenhängen. Ah, doch. Okay, also das heißt, ihr habt euer Mikrofon aus. Gut, ich würde sagen, dann liegt das an mir. Das ist blöd, das hatten wir in der Vorbereitung nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ich schalte einfach so weit wie möglich mein Mikrofon aus und ihr beantwortet erstmal die Fragen, die im Chat sind. Eine Frage, die ich hier lese von Carina Olms, ist, wie war die Rallye in den Tagesablauf am Einführungstag eingebettet? Welcher Programmpunkt ging der Rallye voraus bzw. folgte ihr? Ja, das kann ich gerne beantworten und ich glaube, lass mich mal kurz gucken, das würde auch die Frage gleichzeitig beantworten, wie wir die Gruppeneinteilung vorgenommen haben. Das passt ganz gut zusammen. Denn ich hatte ja schon gesagt, diese offizielle Begrüßung war dem natürlich vorweg. Die Präsidentin hat die Erstsemester begrüßt, wir haben eine Einführung gehabt und ein bisschen auch schon den Tag erklärt. Dann gab es noch ein, zwei andere Veranstaltungen und ich glaube, direkt nach dem Mittagessen ging die Rallye los. Aber davor haben wir, ich weiß nicht, das ist bestimmt bei den meisten Universitäten und Hochschulen auch so, dass es eine Messe gibt mit Ständen von internen und externen Serviceeinrichtungen, die Erstsemester kennenlernen sollten. Das heißt, wir hatten da alle 200 bis 300 Erstsemester zusammen auf dieser Messe. Die lief über anderthalb, zwei Stunden und haben dann überlegt, wie können wir es schaffen, diese 240 Leute in Sechsergruppen einzuteilen und haben ganz viel hin und her überlegt. Und die einfachste Methode, die wir entwickelt haben, ist, einige von unseren Mentorinnen und Mentoren zu beten, gegen Mitte, Ende der Messe sukzessive sich immer willkürlich sechs Leute rauszusuchen und sie an den Stand für den Catwalk zu schicken. Und dann haben wir sie so sukzessive auf den Weg geschickt. Das heißt, wir haben uns einfach die Frechheit erlaubt, über unsere Studierenden Sechsergruppen zusammenzustellen. Dann ist die App gelaufen, sodass immer nach und nach neue Gruppen gestartet sind. Und die ersten, die wieder reingekommen sind, auf die haben wir natürlich schon gewartet mit ihren Erstsemester-Beginner-Guides, die wir dann ausgeteilt haben. Und am Ende des Tages gab es natürlich noch eine Veranstaltung zur Begrüßung, die vor allen Dingen auch von den Studierenden initiiert worden ist.
Und dann folgte eigentlich erst in den nächsten Tagen das reguläre Programm der Erstsemester-Einführungswoche mit den Pflichtveranstaltungen, die diese Woche zum Teil auch beinhaltet. Ja, eine andere Frage ist hier aus dem Chat von einem Gast. Wie viel Zeit habt ihr für die Vorbereitung benötigt? Und ja, da antworte ich mal direkt. März, hattest du ja schon gesagt. Ja. Das war die erste Idee. Im März habe ich den Workshop gemacht, aber es geht, glaube ich, die Frage zielt vielmehr jetzt dahin in die Umsetzung. Und für die Umsetzung der App und des ganzen Konzepts, da haben wir nicht länger als einen Monat gebraucht. Und das auch, muss ich sagen, ich habe eine halbe Stelle und ich hatte eine Tutorin dafür noch zur Unterstützung. Mhm. Und ich habe das nicht ausschließlich gemacht in der Zeit. Also der Zeitaufwand ist auf jeden Fall tragbar gewesen. Eine andere Frage, die hier noch kommt, hattet ihr irgendwelche Probleme in Sachen Datenschutz oder ähnliches bei Nutzung der App, beziehungsweise welche Daten sammelt die App von den Teilnehmern? Ja, würde ich auch direkt nochmal antworten. Ne? Wir hatten erstmal keine Probleme mit dem Datenschutz. Es ist so, dass die App natürlich erstmal alles, das, was man eingibt, dort auch sammelt. Man muss aber keine persönlichkeitsbezogenen Daten eingeben. Also das heißt, keine E-Mail-Adresse muss da rein, kein Name. Man kann einen Gruppennamen angeben und die Teilnehmer werden mit Pseudonymen oder mit Nicknames eingetragen. Wenn man jetzt zum Beispiel so Funktionen der App nutzt wie Fotos machen und speichern oder ein Video aufnehmen und speichern, oder gibt es auch noch andere Dinge, die man in der Richtung machen kann? Das speichert sie erstmal, aber ich hatte das vorhin schon angedeutet. Am Ende des Bauens kommt eine Abfrage, wo man eben sich dafür oder dagegen entscheiden kann, seine Angaben auf den Server zu speichern. Wenn man sich dafür entscheidet, muss man sagen, dass ActionBound nur auf deutschen Servern speichert. Dass man aber zu jeder Zeit Urheber seiner eigenen Werke bleibt sozusagen. Also man kann zu jeder Zeit widerrufen und sagen, man möchte, dass seine Daten jetzt doch vom Server genommen werden. Wenn man sich dagegen entscheidet, dann wird es gar nicht erst hochgeladen und gespeichert. Also weiter gespeichert. Genau, aber also es ist halt eine freie Entscheidung, die man da hat. Es ist aber auch durchaus vom Vorteil, wenn man seine Sachen da ablegt, zum Beispiel bei diesem, wir haben zum Schluss, dass man ein Selfie machen sollte von der Gruppe, wie einem die App und der Campus Walk auch gefallen hat, und daraus konnten wir dann eine große Collage machen aus diesen ganzen eingegebenen Fotos. Reicht es vollkommen aus, die App herunterzuladen, oder braucht man eine Schulung vorweg? Nein. Wirklich brauchen Sie nicht. Das ist also ganz einfach. Ich hoffe, dass ich das am Anfang deutlich machen konnte, dass sie sehr anwenderorientiert ist, eine ganz einfache Nutzeroberfläche hat und man da sehr gut sich autodidaktisch einfach auch mit auseinandersetzen kann. Ich sehe ein Übernach, ob wir die Einteilung wieder so vornehmen wollen würden. Also ganz kurz dazu, das hat wunderbar funktioniert. Alles, was wir uns vorher überlegt haben, war in den Gedanken kompliziert. Vorher Farbcodes zu teilen, dass wir die Studierenden in Sechsergruppen einteilen, die einfach über unsere Studierenden herauszuholen, hat wunderbar funktioniert. Und kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie der Tag organisiert ist. Wenn die Messe an einer anderen Stelle landet, aus anderen Gründen, müssen wir uns was anderes überlegen. Wenn wir das so, wenn es so bleiben darf, würde ich das gerne genauso wieder übernehmen, weil das problemlos war. Können die Nutzer am Ende des Bauens über die App einen Nachweis erbringen, dass sie den Bau abgeschlossen haben? Also Sie haben das hier eben so ein bisschen bei den Fotos gesehen. Am Ende galt es, die einzelnen Zettel zusammenzuführen, auszuwerten, und man musste auf diesen Code kommen, Don't Panic. Und mit diesem Code, also aber analog auf Papier, ist man dann in die Aula gegangen. Da gab es ein Ziel
eine Zielstation. Ja. Und die Mentoren, die hinter dieser Zielstation saßen, die haben schon nach dem richtigen Code gefragt und dann erst gab es die Belohnung. Peter England fragt, welche Anschlussnutzungen der erfassten Daten sind denkbar? Oh, da gibt es natürlich eine ganze Menge an Ideen, die man da entwickeln kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, zum Beispiel mit den Fotos haben wir eine Fotokollage gemacht, um die dann auch später allen zugänglich zu machen. Aber im Didaktischen kann man eben auch, also wenn man das Ganze als didaktisches Format einsetzt im Unterrichtskontext, kann man ja genau mit diesen Inhalten, die quasi über diesen über diese spielgesteuerte Methode zusammengeführt worden sind, dass man die dann als Ausgangspunkt nimmt für Unterricht zum Beispiel, ne, für unterschiedliche Ansätze. Würdet ihr dies auch für die Hochschulinfotage nutzen, ist eine Frage. Bisher haben wir das nicht überlegt. Prinzipiell ist es natürlich auch für solche Formate nutzbar, um eine Hochschule zu erfahren, die einem völlig fremd ist vorher. Ne? Das würde schon gut passen. Oder man könnte sich dafür eine andere App überlegen, die auch bei einem Infotag passen würde. Bei uns steht das bisher nicht an. Da beschränken wir uns erstmal auf die nächste Einführungswoche für unsere Erstsemester. Eine weitere Frage, die Peter hatte im Anschluss gleich auch an seine erste, war, kann man daraus weitere Angebote für die Studierenden ableiten? Und ich glaube, Peter, du hattest erst später eingeschaltet gehabt. Ich hatte das kurz am Ende erwähnt, dass wir tatsächlich diese Methode des Location-Based Games, aber auch das Tool ActionBound jetzt hier in der Lehre in der Kunstvermittlung einsetzen und da gemeinsam schauen, welche Möglichkeiten es gibt, da adäquate Vermittlungskonzepte zu erstellen. Da gibt es in 2 Wochen einen Workshop zu und da bin ich auch schon ganz interessiert, was dabei rauskommt. Andere Frage ist, kennt ihr die Kollegin aus der TU Braunschweig? Ja, natürlich, das ist die Hochschule, die den Workshop angeboten hat im März 2018, an dem ich teilgenommen habe. Und die Einsatzszenarien dort kennen wir natürlich auch. Vielen Dank, Wiebke. Erstmal vielen Dank. Ich habe auch noch so ein paar Fragen. Es wurde ja schon nach dem Aufwand gefragt. Mich würde noch mal so interessieren, wie viel Konzept und wie viel Technik war dabei? Also wie teilt sich das auf? Habt ihr mehr für die Technik gebraucht oder mehr fürs Konzeptuelle? Ich hatte das vorhin im Grunde genommen schon versucht zu werten. Also die Organisation und die Konzeption, also die vielen Fragen, deswegen hat es tatsächlich auch einen gewissen Anteil an diesem Webinar, an dieser Webinarstruktur gehabt. Die organisatorischen Fragen und die konzeptionelle Ausarbeitung hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als letztendlich die Umsetzung. Okay. Mit. Ja. Also. Okay. Gut, danke. Dann, ihr hattet statistische Daten, wie viele Bounds abgeschlossen wurden. Liefert das die App oder habt ihr das irgendwie anders erfasst? Genau, das spuckt dann die App am Ende aus. Also im Bound. Und ihr habt auch gesagt, es sind einige nicht abgeschlossen gewesen. Das habe ich nicht so ganz mehr im Kopf. Hieß abschließen, ordentlich abschließendes Hochladen? Oder muss man es zum Abschließen nicht hochladen? Das war freigestellt. Ja? Also wir haben niemanden dazu genötigt, es hochzuladen. Und das ist, können wir auch gar nicht machen, weil wir forcieren ja eine selbstbestimmte Mediennutzung. Wir haben das Angebot bis zum Ende genutzt, weil es haben sich 230 Studierende, die das Buch abgeholt, also die Belohnung, den Code erfolgreich herausgefunden und die App im Prinzip zu Ende gespielt. Die haben nur die statistische Bewertung nicht gemacht. Ah, okay. Also das heißt, die waren dann nicht erfasst bei diesen abgeschlossenen Touren, die in dieser Statistik drin waren. Okay. Was war denn das Highlight? Was war denn die schönste Station? Oh,
Ich glaube, da gibt es für jeden so ein persönliches Highlight. Bei mir hat man das vielleicht herausgehört. Ich bin ein absoluter Freund von diesem weltweiten Fotoprojekt Looking into the Past. Und von daher war das für mich tatsächlich auch das schönste Projekt. Da muss man dazu sagen, wir mussten auch erstmal das historische Bild finden. Dazu mussten sie an die Bushaltestelle da am Johannes-Elenker-Platz und erst nochmal einen Fahrplan. Es war schon eine komplexere Konstellation. Einen Fahrplan lesen können, um dann dieses Bild zu kriegen. Und da mussten sie auch wirklich so gucken, wie ist denn die Perspektive gewesen, um dann weiterzukommen. Das war für mich wirklich so eine ideale Weiterleitung und eine ideale Umsetzung von diesem methodischen Ansatz einfach auch, um ein Inhaltliches mit spielerischem, kreativen einfach auch noch ein Foto machen. Für mich, ich fand es besonders schön, wie sich die Studierenden, die Mentoren mit eingebracht haben in die jeweiligen Stationen. Das war unglaublich toll zu sehen und nicht nur bei einer, sondern auch bei zwei, drei, was dabei entstand. Wie viel waren jetzt insgesamt, wie viele Personen waren insgesamt jetzt beteiligt? Also bei der Umsetzung als solches, das hatte ich mit der Tutorin allein gemacht. Bei dem Mitdenken hatten wir natürlich noch Martina dabei und auch noch anderen Kollegen mit dabei. Ja, im Prinzip am Rande. Waren wir das, aber wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, bezog sich das an den Tag, wie viel an Mitarbeitern und also wir haben ungefähr jedes Mal also 15 bis 17 Mentoren, also studentische Hilfskräfte, Mentorinnen und Mentoren, die helfen, die waren alle dabei und natürlich an den jeweiligen Stationen auch noch Mitarbeiter, die während ihrer regulären Arbeitszeit auch für die ERSI zur Verfügung standen. Das waren ja, aber wir hatten das ja vorhin in der Foto-Slideshow schon gesehen, da waren dann eben zum Beispiel die, wo man das Speed-Dating gemacht hat, eine andere schöne Station, wo wir leider die Fotos nicht zeigen konnten, war die vor den Geschäftsstellen. Ja. Da haben sich zwei Studierende in so eine Amtsrobe geschmissen und da hatten wir ein extra Formular entwickelt, wo man Buchstaben beantragen muss und die haben wirklich einen Stempel mit einem Buchstaben drauf und die haben da sehr administrativ dann, nachdem sie auch eine Aufgabe gelöst haben, gestempelt. So. Und dafür brauchten wir eben für diese Inszenierung einfach genau, auch. Genau, das meinte ich mit, das ist toll, was entstanden ist, was die Studierenden oder die Mentoren dann damit reingesteckt haben. Und so haben wir es natürlich immer probiert, dass die jeweilige Station und die Aufgabe in einem Sinnzusammenhang steht. Also in der Verwaltung, in den Geschäftsstellen muss man und in der Bibliothek ging es um Sinnzusammenhänge mit der Bibliothek oder in der Mediothek ging es um Dias. Also es war immer thematisch schon vorhanden. Ja, sehr schön. Es ist noch eine Frage von Frau Müller im Chat. Vielleicht könnt ihr darauf noch eingehen. Auch gerade gelesen, Birgit. Frau Müller fragt, werden die Bounds in jedem Fall gespeichert auf dem Server oder laufen die Inhalte irgendwann ab? Also es ist so, dass Actionbound ist ja kein kostenfreies Tool und man kauft Lizenzen. Also kostenfrei ist es insofern, wenn man es für einen Kindergeburtstag nutzt, ist es kostenfrei, aber wenn man es anderweitig nutzt, muss man eine Lizenz kaufen. Es gibt unterschiedliche Lizenzen. Es gibt für den Hochschulbereich sogenannte Edu-Lizenzen. Die sind abhängig davon, wie viele Bounce-Spieler spielen. Je mehr, desto teurer wird es. Und die sind immer für ein Jahr gültig. Das heißt, wir haben jetzt eine Lizenz gekauft, die ist für ein Jahr gültig. Und wenn wir die nicht verlängern, dann hätten wir irgendwann keinen Zugriff mehr auf unsere Bounce. Also müssen wir rechtzeitig verlängern, um weiterhin Zugriff auf unsere gespeicherten Bounce zu haben. Habt ihr inzwischen irgendwelche anderen Tools auch entdeckt, die Alternativen dazu wären oder würdet ihr es auf alle Fälle wieder mit Actionbound machen? Also ich habe jetzt jüngst nochmal ein anderes Tool ausprobiert, aber in einem anderen Kontext. Das Tool heißt DigiWalks. Es ist auch eine kostenfreie App, die man für solche Walks nutzen kann. Allerdings mit der Einschränkung, Actionbound ist wirklich für diesen spielerischen Ansatz sehr gut geeignet und DigiWalks ist eher so, das haben wir jetzt in der Kunstwissenschaft zum Beispiel eingesetzt für einen Rundgang im Museum, wo man ausgewählte Bilder wie ein Audioguide bespricht, wo man nur Bilder hinterlegen kann, Videos oder eben auch Audiodateien,
aber diese spielerische Komponente fällt dabei komplett weg. Man muss gucken, was man machen möchte, welche Ziele man verfolgt, umzusetzen, und wenn man eben diese spielerische Komponente nicht möchte, ist DiviWorks auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswertes Spiel. Ja, vielen Dank an euch beide. Unsere Zeit ist leider schon um. Es gibt noch, glaube ich, ganz viele Fragen, die man fragen könnte, aber ihr seid ja sicherlich auch erreichbar an der HBK. Wenn sich jemand interessiert, dann findet ihr sicherlich auch die ein oder andere Frage auch per E-Mail oder auch im Telefonkontakt beantworten.